Hallo und willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck und schauen mal, was es uns entsprechend bringt. Ihr seht, es ist kein reines Anfängerdeck mehr, sondern wir haben hier zum einen Kane noch mit drin. Wir haben hier unten haben wir auch noch einen schwarzen Ritter drin, da oben den Manipulator. Also es ist einfach dafür ausgelegt, dass wir am Anfang schönen Gegner einfach immer wieder seine Sachen wegnehmen können und kontinuierlich Schaden auf ihn bringen. Garrosh gegen und es sollte eigentlich auch bei den meisten muss die klappen. Gut, unsere Starthand. Bringt uns am Anfang nichts, recht sieht gut aus. Okay. Ja. Bringt uns echt nichts. Wir schauen mal, was er spielt. Okay, er spielt gar nichts, deswegen brauchen wir eigentlich auch nichts großartig machen. Wir brauchen nicht hier hochcoinen, sondern wir warten einfach mal ab. Wäre eh gefährlich, wenn wir jetzt gleich die Kriegsachse irgendwie rein, dann kann er gleich einen Us spielen. Deswegen nutzen wir die eigentlich in dem Moment, wo wir sie dann auch brauchen. Gerade jetzt am Anfang halt eben ist der Us halt eben schon ein bisschen gefährlich. Außerdem wäre es einfach übertrieben. Okay. Er lässt sich buffen. Und ja. Ich würde sagen, wir heilen uns einfach mal ein bisschen. Werden wir ja nachher eh brauchen. So, er geht in den Direktangriff. Nimmt uns einen Schaden weg. Steht 31 zu 31. Ein schöner Moment, um ihn zum Spielen jetzt. Da er ihn wahrscheinlich jetzt nicht gleich in einem Schlag halt eben wegnehmen kann. Beziehungsweise wir halt eben über unsere Axt halt eben auch zur Not einen Fünfer weghauen. Okay, er will was Großes spielen. Ihr seid kein angemessener Anführer der Horde. Okay, das war natürlich sehr, sehr gut. Wir lassen ihn als Ablenkungsmanöver da. Und spielen... Ja, gehen auf Karten ziehen, würde ich sagen. Was jetzt? Kann ich mal würfeln? Legen ihm Schaden rein. Praktisch, den können wir in der nächsten Runde nutzen. Aber Kane und Bane sind halt eben, ja, es ist ein 4-10er, den kriegt man auch nicht so einfach weg. Und die 4 Schaden ziehen natürlich schon sehr, sehr stark rein. Okay, das könnte eventuell ein Fehler gewesen sein. Wenn wir jetzt das Glück haben und unseren schwarzen Ritter ziehen, beziehungsweise wir haben hier einen 4er Schaden, den wir nutzen können, haben wir auch noch den anderen Angreifer. Nein, aber wir haben hier was viel Schöneres. Wir können ihn komplett rausnehmen. Eure Magie wird euch nicht treffen. Weil damit sind alle seine Fähigkeiten eben weg. Hey, gib mir das! Wir können mit beidem angreifen. Und er ist komplett verschwunden. Und können das Ganze jetzt halt eben entsprechend noch nutzen. Ihn kriegen wir jetzt auch hiermit noch weg. Ich habe nicht genug Mana. Doch, haben wir. Ihn kriegen wir hiermit weg. Da, Ogre. Das war's. Und es steht 29 zu 29. Mit einem leichten Vorteil für uns. Er spielt einen Manipulator, was in dem Fall wirklich sinnlos war. Weil er weiß ja, dass wir hier die 3 Schaden drauf haben. Und es ihm eigentlich jetzt gar nichts bringt. Deswegen können wir jetzt hier auch unseren wütenden Berserker spielen. Habe ich hier noch irgendwas Schönes? Ne, wir spielen einen wütenden Berserker. Meine Klinge ist durstig. Luchta, Ogre! Dann nehmen wir ihn weg. Er wird schon wütender. Wir können noch eine zweite Waffe anlegen. Sterb! Geben aber ihm jetzt noch hier ein bisschen Schaden rein.
Und ja, sollten wir vielleicht nicht machen. Wir warten mal noch. Obwohl, ja. Wir buffen uns. Wir heilen uns. Dann steht 26 zu 26. Und wir haben 7 Schaden auf dem Deck liegen. Gut. Was macht er? Er spielt. Jetzt könnten langsam die Bäume kommen. Nein, er spielt nur seinen Angreifer und geht auf uns direkt. Und scheint nichts irgendwie da zu haben. Gut. Die nächste Möglichkeit, wir können jetzt unsere schönen Großen spielen. Einmal ihn. Wir heilen uns wieder ein bisschen. Ich schlage zu. Und es steht 27 zu 20. Gut, was macht er? Er will einen wegnehmen. Ja, ich habe mich gerade eben gewundert, die Anzeige kann ich nicht sehen. Aber klar, er sollte natürlich schon. Spielt noch eine heilende Berührung. Und ja. Was spielen wir? Uns gehen langsam echt die Möglichkeiten aus, weil er hat irgendwie so gar nichts da. Wir können unsere kleine Waffe spielen oder wir spielen unsere ganz kleine Waffe. Versuch das hier nicht! Das machen wir auch. Wir spielen einmal Ogre! Wir haben hier noch genug Waffen im Arsenal, die drüben liegen. Zur Not können wir hier auch nochmal einen Sixer-Schaden draus machen. Wenn er jetzt irgendwas ganz Ekliges spielt, sein Bäumchen oder so. Okay. Wo soll ich zuschlagen? Okay, er spielt sich einen Tank. Mag ich, liebe ich, nehmen wir weg. Mal klauen, was ich denn können wir brauchen. Dann verbessern wir uns auf 6. Wir heilen uns noch ein bisschen. Und der Rest geht wieder direkt ins Gesicht und es steht 27 zu 19. Also es geht langsam, aber rapide für ihn ab. Ja, geht es rein weg. Niemand kommt an mir vorbei. Ja, er spielt schwarzen Ritter. Hier ist ein schöner Gegner. Gut, den sollten wir jetzt eigentlich auch irgendwie silenzen. Haben wir allerdings nicht mehr im Deck. Unser Silence ist schon verbraucht. Bringt uns nichts. Wir können unsere Dreierwaffe anlegen. Ich frage mich, ob... Habe ich meinen Wirbelwind? Ja. Okay, dann nutzen wir mal ein bisschen Karten ziehen. Wir buffen ihn auf 5. Wir ziehen eine Karte. In der Hoffnung, dass irgendwas Schönes mit dabei ist. War natürlich nicht. Aber doch. Da haben wir doch was. Für den Kriegshalten! Für den die beiden durchdrehen. Ach, nur einmal. Ich muss mich entscheiden. Noch mal eine schöne Möglichkeit. Extra was zu ziehen. Wie gefällt euch das? Und wir haben noch genügend, um auch noch mal einen Akolyten zum Spielen. So, sehr schön. Unsere Front verbreitert sich. Es liegen jetzt 12, 15, 16 Schaden. Damit nimmt man natürlich ihn jetzt weg. Okay. Er ist langsam in der Verzweiflungstat. Aber macht ja nichts. Kann jedem mal passieren. Wir brauchen eine Waffe, damit wir ihn wegkriegen. Können wir das vielleicht sogar nutzen, dass wir ihn behalten? Ich frage ja, können mich wir nutzen. Und wir zwei Farben drauf. Dann fliegt Kobe raus. Euch das?
Und dann spielen wir eine echt eklige Kombination. Klarmachen zum Entern! Also für ihn eklig, weil jetzt liegt für uns hier ein 7 mehr Schmerz. Und er hat nur noch 7 Schaden, die er einstecken darf. Beziehungsweise hätten wir jetzt gerade eben... Okay, er will auf alle 2. Allerdings der 7 noch nicht mehr. Und er nimmt sie schön weg. Wir brauchen 2 extra Schaden, die wir auf ihn ausführen. Ich glaube, die haben wir sogar. Ja, die haben wir. Hätte ich das eigentlich auch schon vorher spielen können? Ich weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall, wir bedanken uns für sein Spiel. Wir waffen unsere Waffen ein bisschen. Dankeschön. Und er ist erledigt. Ja. Also, ein sehr, sehr einfaches Deck. Ich habe schön immer die Anlagen gefunden. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare, wie euch das Deck gefallen hat. Kann man daran noch was verbessern? Wenn ja, was würdet ihr dran verbessern? Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich danke euch vielmals und ciao, ciao.